Ja, hallo, herzlich willkommen bei Holly Sportkaschemme. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe so ein paar Neuigkeiten, sofern ihr die noch nicht im Kicker oder irgendwo anders da gelesen habt. Ja, möchte ich euch das gerne mal hier an der Stelle kundtun. Nach den Verpflichtungen von Packerada, Waldschmidt und auch Christensen hat sich auf der FC-Abgabeseite auch was ergeben. Und zwar wechselt Tim Lemberle auf Leihbasisvereine-Serie zur Spielvereinigung Fürth. Und ich denke mal, das ist ein vernünftiger Schachzug. Das kommt dem Spieler, dem FC und eventuell auch der Spielvereinigung Fürth zugute. Dort kann er Spielpraxis sammeln, kann sich einen Stammplatz erobern und kann da zeigen in der zweiten Liga, was er drauf hat. Ja, die Fürther spielen einen ähnlichen Fußball wie der FC und das wird mit Sicherheit Tim Lemberle weiterbringen. Und ja, wir haben wieder einen Kaderplatz frei. Ja. Was wird mit Luka Simnicka? Der hat das Angebot bzw. die Perspektive ausgeschlagen vom FC. Er wird wohl einen anderen Weg gehen. War ja Teilnehmer auch in der U19, wo man den Pokal geholt hat. Anderster wie Downs oder auch Justin Diehl oder Finn Greve, die den Weg des FCs mitgehen wollen und möchten, hat er sich eben halt andersweitig entschieden. Gut, das muss man akzeptieren. Man kann nicht alle U19 oder 18 Spieler halten, das ist klar. Und ja, dann wünschen wir ihm auf diesem Weg alles Gute, Luan. Vielleicht sehen wir uns ja dann irgendwann mal wieder. Hannover 96 hat Bright Array MB, den werden wir alle kennen, hatte bei Baumgart keine Chance, vom FC Bayern München damals ausgeliehen, nach Hannover weiter verliehen. Ja, die Hannoveraner haben den 20-Jährigen einen Vertrag gegeben und ja, somit landet er in der zweiten Liga bei Hannover 96. Hat dort an der Stelle wahrscheinlich auch bessere Optionen als in Köln oder bei Bayern München. Mehr oder weniger, so wie ich es gelesen habe, haben die Bayern ihn eigentlich mehr oder weniger verschenkt. Ja, was Neues gibt es auch von Kuba Potočnik, der war ja auch gesperrt war, hat gestern bei dem 1:0-Sieg der Slowenen gegen Polen das goldene Tor erzielt. Und ja, auf ihn ruhen natürlich große, große Hoffnungen. Und wir wollen hoffen, dass er die irgendwann beim FC in der Bundesliga zeigen kann. Die nächste Frage stellt sich mir, wir sind ja jetzt ganz zufrieden mit den Abgaben bzw. mit den Käufen. Nur mir fehlt ja an der Stelle noch ein Torhüter hinter Marvin Schwebe. Timo Horn, wisst ihr alle, verlässt ja den Verein und wir suchen natürlich auf diesem Wege noch eine gute Nummer 2, die man ohne Bedenken und Bauchschmerzen ins Tor stellen kann. Sollte Marvin Schwebe, davon kann man immer ausgehen, dass einer verletzt ist, ja, oder eventuell sogar eine gelbe Karte absetzen muss, fehlt da natürlich eine gestandene Nummer 2. Ihr wisst, man ist dazu bereit, Urbich wieder zu verleihen, der ja letzte Serie in Jahren Regensburg war, um ihm Spielpraxis zu vergeben. Denn er ist auf lange Sicht normalerweise eine Nummer 1 in der Bundesliga, braucht natürlich auch Spielpraxis. Wir haben als Nummer 3 Niki Scher verpflichtet und die Nummer 4 ist Köpping. Ich weiß nicht, ob man die Jungs dann so ohne weiteres in die Kiste stellen kann. Deswegen sucht der FC nach händeringend eine Nummer 2. Der Markt gibt da einiges her, aber es ist natürlich auch ja, von den Torhütern einiges, die als Nummer 2 tätig werden können, verschwunden. Du musst natürlich auch eine Nummer 2 haben, die dann auch ruhig bleibt als Nummer 2, aber trotzdem Druck auf die Nummer 1 ausübt, ist klar. Konkurrenzkampf steigert die Leistung, das ist nun mal allemal. Und deswegen wird der FC irgendwann die Tage auch nochmal eine gute Nummer 2 verpflichten. Ja, Skiri hat leider immer noch keinen Verein. Ich hatte es an der Stelle schon mal berichtet. Angeblich hat jetzt der VfL Wolfsburg seine Fühler ausgestreckt. Gut, das muss Skiri mit seinen Beratern allein entscheiden. Also Wolfsburg wäre mir nicht so ganz recht. Am liebsten wäre es mir irgendwo, wenn er ins Ausland gehen würde, nach Frankreich, Lyon oder sowas. Oder auch von mir aus Marseille, aber nach Wolfsburg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da so richtig glücklich wird. Ja, er wird seine Optionen auswählen können und wird dann die nächsten Tage mit Sicherheit auch eine Entscheidung treffen. Das war's von meiner Seite. Ja, dann wünsche ich euch allen an der Stelle ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt euch nicht gar so gegrämt nach der 1:0-Niederlage der deutschen Nationalelf gestern gegen Polen.
Ich habe es mir angeschaut, aber ja, eventuell wäre es besser gewesen, ich hätte mir einen Spielfilm angeguckt. Aber so ist es eben halt, wenn ein Live-Spiel ist, man weiß vorher nie, wie es ausgeht. Ja, dann wünsche ich euch auf dem Weg noch, bleibt gesund und ein schönes Wochenende. Tschüss, euer Holly.